Wir sind das Lohnunternehmen Biermeier Agrarservice in Bergkirchen bei Dachau. Unser Unternehmen gibt es seit 2002, wurde von mir damals gegründet. Unsere Kundenbetriebe teilen sich auf im Bereich der Häckselarbeiten in etwa 90% Biogasanlagen, weil wir erst sehr spät 2010 mit Häcksler begonnen haben. Uns dann auch von der Technik her natürlich während des Biogas-Booms speziell in Richtung Biogas ausgelegt haben. Und 10% sind Milchviehbetriebe und Bullenmästern. Ab heuer haben wir neu bekommen einen John Deere 8400 mit dem Vorsatz Camper 460 Plus, der als Besonderheit den Stockbuster ganz neu hat. Den haben wir von John Deere exklusiv im süddeutschen Raum für die heurige Saison schon geliefert bekommen aus der Vorserie raus. So wie auch unsere Kunden das beobachten, sehen wir über die Jahre sehr deutlich, dass die Population des Maiszünslers bei uns in der Region stark zunimmt. Sehr viele unserer Kunden, die im Ackerbau professionell tätig sind und die Problematik erkannt haben, möchten in Zukunft einfach die Felder direkt am Häcksler gemulcht haben, dass dem Zünsler der Lebensraum zerstört wird, weil wir einfach ein deutlich besseres Ergebnis haben, weil wir nicht über die Stoppeln erst drüber fahren mit dem Häcksler und mit dem Abfuhrgespann, sondern den direkt am Maisgebiss zerstören. Noch entscheidender Vorteil zu vielen anderen Verfahren ist es, dass der Maisstoppel tatsächlich komplett zerfasst wird und somit auch Wasser aufnehmen kann und dann verrottet. Wir sehen es oft, wenn mit Scheibenecken gefahren wird oder mit irgendwelchen Walzen, dann ist das Ergebnis nicht zu 100% erreicht worden, weil oftmals die Stoppeln einfach nur abgeschnitten werden und dann trotzdem stückig am Feld liegen. Also da so ein Stoppel, wenn der untergeackert wird, der kommt im nächsten Jahr wieder genauso raus. Die Funktionsweise von diesem Stockbuster ist eigentlich so gedacht, dass die acht Aggregate hinter diesem achtreihigen Maisgebiss mittig von der jeweiligen Reihe laufen. Das sind Schläger, die rotieren. Die sind mit Wolframkarbid beschichtet, dass entsprechend auch der Verschleißschutz gegeben ist. Und auch vom Verschleiß an den Werkzeugen können wir jetzt nach den ersten 150 Hektar noch nicht viel sehen. Also ich gehe davon aus, dass wir irgendwo pro Seite 400 bis 450 Hektar machen können. Man kann die Werkzeuge drehen, beidseitig verwenden und bis jetzt ist unser Eindruck wirklich gut. Das ist quasi der Stockbuster, das sind die Schlägel. Die Klappen sind pneumatisch gesteuert und fahren mit einem Druck von 2 bis 4 bar auf dem Boden, auf die Kante hin. Und die Kante kann ich in der Höhe verstellen, je nachdem, was ich für Bodenart habe oder was ich für einen Bestand habe. Ja, wenn der Boden recht locker ist, dann kann ich nicht so tief arbeiten wie bei einem festen Boden. Ja, genau. Und die Maispflanze wird dann hier im vorderen Teil, oder der Maisstoppel wird hier im vorderen Teil erfasst und wird schichtweise zerschlagen.